So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir auf dem Weg zur U-Bahn und müssen noch ein Ticket kaufen und die Bahn kommt in 7 Minuten. 7 Minuten, 6 Minuten. Und aber das ist hier zum Glück ganz doll um die Ecke und an sich unkompliziert und wir haben gestern schon geguckt, der Fahrkartenautomat funktioniert auch. Jetzt ist der Stempel am Arsch, das haben wir nicht kontrolliert. Ja, irgendwas ist jetzt wahrscheinlich. Jetzt irgendwas. Bus kommt dann nachher nicht oder so. Man hätte ja mit dem Taxi fahren können, aber nein. Was denn? Ich fand das unkompliziert. Am Vorabend haben wir uns dann doch kurzfristig entschieden, lieber mit den Öffis zum Flughafen Tegel zu fahren, weil die Verbindung recht simpel ist und auch kein Staurisiko besteht. So, jetzt haben wir es in den Bus geschafft. Gerade so. Das war nicht einfach, aber wir sitzen im richtigen Bus, sehr wahrscheinlich. Zu Berlin-Tegel fährt. Genau. Schatz, wir beenden gegenseitig unsere Sätze. Du hast zwar was völlig anderes gesagt, als ich sagen wollte. Das ist ja egal, aber ich schreibe mal Mama. Es ist dunkel unter der Brücke. Genau. Dass alles in Ordnung ist. Alles ist in Ordnung. Ja. Flughafen Tegel. Jo. Und jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit. Genau, erst um 10 können wir zum Check-in. Der Flug geht um 1. Das ist alles viel zu viel Zeit. Und wir können jetzt ein bisschen die Beine vertreten, bis wir dann nachher im Flugzeug sitzen und unser Leben chillen. Wo willst du hin? Istanbul? Düsseldorf. Düsseldorf. Nein, ich finde ja Saarbrücken. Das finde ich schön. Also ich finde ja New York JFK ganz ansprechend, so um 13 Uhr, den könnte man nehmen, ne? Ja, dann lass mal den nehmen. Den nehmen wir den. Ja, Gepäck ist aufgegeben. Um 12.20 Uhr geht's los. Wir haben es jetzt 9:45 Uhr. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt noch deutlich mehr Zeit, als wir dachten. Aber war auch ganz gut so. Also die Schlange war jetzt nicht so lang. Das Gepäck ist jetzt aufgegeben. Es gibt hoffentlich keine Probleme. Jan und ich haben übrigens keinen Platz nebeneinander bekommen. Wir haben leider nur wir haben einen Gang zwischen uns. Also ich finde, das ist noch zu verschmerzen. Vielleicht schichten wir das ganze Flugzeug um, setzen Leute irgendwie woanders hin, dass wir zusammensitzen können. Zum Not ins Handgepäckfach. Ja. Station durch die Sicherheitskontrolle. Ich weiß nicht, ob man es hinter uns sieht. Da waren wir nicht, wir waren auf der anderen Seite. Da stehen die Beamten und ziehen alles durch den großen Scanner. Ja. Und jetzt warten wir, bis wir in den Flieger können. Ja. Es wird Tomatensaft gereicht. Nicht jedermanns Sache, aber man kann es ja mal probieren. Wir sind gelandet und warten jetzt auf ein Taxi. Eben gerade hat uns noch ein Typ angequatscht von wegen, er würde ja Taxi fahren, aber man hat nirgends ein Taxi gesehen und das war so ein bisschen unheimlich. Aber ja, alles gut, wir sind durch die Kontrollen durch. Wir warten jetzt, wie gesagt, nur darauf, dass wir ins Taxi und steigen können, um zum Hotel zu fahren. Meine Güte. Echte gelbe Taxis. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir stehen immer noch bei den Taxis. Die Taxis, die Taxen. Rollen reihenweise auf der anderen Straßenseite ein. Hinter mir sieht man, die Amis haben es nicht so mit dem ordentlichen Verkehr gehupt und gedrängelt und geschoben. Man sieht ja den Typen, der hier quer auf der Straße steht. Auch der geht ja noch. Da gab es schon jetzt härtere Fälle. Ja. Aber man kriegt wenigstens was zu sehen, wenn man hier steht und aufs Taxi wartet. So müde.
Yeah. Hallöchen. Das ist unser Reich. Mit ja, schönem Bett. Die riesige Eingangshalle habt ihr jetzt völlig übersprungen. Der Clou. Der Kleiderschrank. Begehbar. Und ohne Licht. Aber mit Bügeleisen. Ja, mit Badezimmer. Mit Licht. Ohne Bügeleisen. Dafür mit Toilette. Badewanne. Und Waschbecken. Spiegel. Und da haben wir den wunderschönen riesigen Spiegel. Da hat sich Madame erstmal gleich breit gemacht mit Make-up. Gar nicht. Natürlich. Fernseher haben wir auch. Yes. Und The View. Ich finde ihn ganz schick. Also ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro-Aufnahme sieht. Man kann einmal... Das da ist das Witzig in Central Park, was wir sehen können. Es ist in Wirklichkeit deutlich näher. Es ist wirklich hier direkt davor eigentlich. Und ansonsten Dach. Du hast gesagt, und Air Condition. Du hast gesagt, du magst Dachterrassen. Ja, jetzt. Da ist eine Dachterrasse. Das hier ist Dach. Jetzt beschwer dich doch nicht. Aber hier gibt es ganz hohe Häuser. Und das ist noch höher. Und da unten... Das da... Da gibt's Essen. Ja, mal gucken, ne? Hoffentlich. Wenn man jetzt noch ganz lebensmüde ist, guckt man einmal hier hinab. Nicht fallen lassen, okay.